So. Echt? Ja. Zumindest war er das eben. Mal gucken. Haben wir denn hier? Zuerst mal. Oh, wir haben sie ja Ja. schon Helm. Ist ja Was mal darf ich mir geil. nehmen? Was darf ich mir nehmen? Heute gleich in die Kiste gelegt. Freie Auswahl, ja, ne? Oh ja. Hier bei uns oder ist die? Nee, die ist mit unten wahrscheinlich, mit Lola. Darf ich mir das... Ja, ich nehme es mir einfach mal. Ach so, ich kann es nicht ransetzen, aber wunderbar. So, dann nehmen wir mal hier die Magazine noch mit. Brauche ich hier noch weiter? Schönen NATO-Stahlhelm dabei, braucht man immer. Den kann man immer hier brauchen. Ihr nehmt euch schon die Dings mit, ne? Also ich hätte zur Not noch ein bisschen Luft und könnte eventuell noch ein Dings mitnehmen. Raketen für euch. Ja, Raketen, ich habe einen Raketenwerfer dabei. Ja, deswegen, ihr könntet für euch zur Not noch was mitnehmen. Aber ich pack mir auch Ich noch bin gerade. Sunny, also ich bin eigentlich voll, ja. Ich pack mir noch ein paar Bandagen Das ein war und ein klar, paar das war so klar, dass Morphins. der Sunny wieder voll ist. Ach so, muss ich den Werkzeugkasten mitnehmen, damit ich reparieren kann? Ja, wa? Solltest du eventuell. Was soll ich denn dir mitnehmen? PG, OG oder TBG? Ich habe jetzt die 7 PG7VR. Sind VL. schon alle weg. Okay, dann nimm die die VL mit, genau. Was? PG7 VL soll ich mitnehmen, ja? Halt, das war der falsche. PG7 VL 2, 3. Wunderbar. Habe ich 5 mit. Ja, die Danto. Wer ist denn nun eigentlich unser Führer? Wir haben keinen. Wer noch Sprengladungen mitnehmen kann, soll dies bitte tun. Also ich habe keinen Platz mehr. Ich höre ein feindliches Fahrzeug. Das ist kein feindliches Fahrzeug. Ich glaube. Okay. War so klar. Ohrenstöpsel rein, wunderbar. Wir da Sachen einladen in das Fahrzeug? Eiskalt geklaut. Ey, sie unbekannt. Unbekannt. Ja, wir sind Brüder. Alles ein Wurf. Der unbekannte Wurf. Also, wir haben noch ein paar Sprengladungen. Sollten wir ein paar Handgranaten mitnehmen? Ja, zwei sind sicher nicht schlecht. Sag mal, wer ist denn eigentlich Anführer? Ich weiß von nix. Ja, Sani ist es eigentlich nicht. Geht Stand Ihnen zuletzt oben. Da. Wenn ich das jetzt Liste. wüsste. Also, stand so weit oben. Ja, klar. Da war. Guckt, ob die Bomben auch wirklich hochgehen. No. Lass mich raten. Im Anschluss wird dann die Mission zufällig neu gestartet. Nee, sowas würde ich niemals tun. Niemals, nie nicht.
NATO-Zweibein passt nirgendwo ran, ne? Doch, aber an meine Waffe zum Beispiel passt es nicht dran. An der Inka 14 passt dran. Naja. Okay. Mal gucken, wir sind zu fünft. Deswegen hast du die MK-Shop. Richtig. Gut, Lars Invert, ihr macht ein Buddy-Team. Das ist Invert. Hier. Und QE, QE. Und Stoppel und Pepper machen das andere Buddy-Team. Sucht euch die eigenständig. Stoppel, der mit der AT auf dem Rücken, ja. Genau, der. Achso, machst du gerade Diagnose bei mir? Wenn die Bomben, wann gehen die Bomben hoch? Aber ja. Wann gehen die Bomben hoch? Hallo, 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 Lars. Ah, ja. Gehen die Bomben hoch? Bald. Bald ist er aussagekräftig. Gut, dann die erste habe ich bei 8 Minuten gemacht. Dann sucht euch bald eine Position, in der ihr auf wirken könnt. Achso, hier hat es ja wieder keine Nachtsichtvisiere drin, oder? Ja, ich sehe nämlich gar nicht gerade. Ja. Ja. Folge der Stimme. Folge der Stimme, welcher Stimme? Ah, Lars, das bist du hier, ne? Ja. Das ist gut, dann renne ich dir mal hinterher. Ist ja hier eine Mauer, das weiß ich. Genau, von da aus habe ich immer ein ganz gutes Schussfeld, finde ich. Sobald die erste Bombe hochgegangen ist, habt ihr Feuerfreigabe auf die Russen. Hier ist sie. Russen? Ich dachte, das waren Tschechen. Ach, Mädchen. So. Zack. Wie kommst du auf den Tschechen? Weiß nicht, mir war so. Scharfschütze, den Typen am Stand MG auszuschalten. Haha, Arschkarte gezogen. Stand MG ist wo? Ortsausgang in nordwestlicher Richtung. Also quasi vor dem Fahrzeugdepot. Keine ihr freie habt danach Sicht. Auch die Freiheit ins Dorf vorzurücken, wenn ihr das tut, dann sagt aber bitte dem Rest Bescheid, dass nicht wieder irgendein Friendly Fire Incident hier Bescheid. Passiert. Bescheid. Brauche Bestätigung, Feuerfreigabe. Für stationären MG-Schützen. Probieren wir es nochmal. Habe ich Bestätigung? Wiederholen. Habe ich Bestätigung? Feuerfreigabe für stationären MG-Schützen. Sobald die erste Bombe hochgeht. Copy. Sobald Schweine fliegen können. Fahrzeug vorne von der Straße. Bestätigt. Im Depot selber sehe ich noch zwei Kontakte.
Fahrzeug aus nordwestlicher Richtung. Sind das zwei Fahrzeuge? Nee, ein LKW. Das war das Haus. Auf der Straße Höhe MG sind Fußvolk. Ich hab's noch nicht in Sicht. Ich seh die Sau nicht. Ui. Moment, ich muss mal ein bisschen in Deckung. Ich sehe ihn nicht so richtig. Ich hab zwar ungefähr, woher seine Kugeln kommen, aber sehen tue ich ihn nicht wirklich. Schießt er schon wieder durch Bäume. Ändert bei euch alles klar? Bis jetzt ja. Hast du noch irgendwo einen Kontakt? Lars? Kein Kontakt. Stell mal deine Stimme bitte auf laut. Vorne am Nordwesteingang an der Straße, zwei Mann. Fahrzeug ebenfalls in diese Richtung. Korrigiere mich, sind drei Mann. Hier. Ich kann mit runterkommen. Invert und Lars gehen ins Dorf. Komm. Ich hätte mir eine Handgun oder sowas mitnehmen sollen. Kommt ihr uns gerade entgegen aus dem Dorf? Wir gehen ins Dorf, da können wir nicht euch entgegenkommen. Ich wollte nur eine Sicherheitsabfrage. Lade. Also wie gesagt, West-Südwest, da waren noch Gegner. Ich weiß nicht, wie viele davon gekommen sind. Die sind hinterm Hügel verschwunden. Das rote Ziegelhäuschen. Ich bin hinter der Kirche.
unterm Fuhrpark. Habt ihr noch Leichen gefunden? Ein paar haben wir, müssen aber prüfen, ob die tot sind. Bin an der Südostecke. Jupp, der war noch nicht tot. Wir gucken mal hier beim hinterm Fahrzeug die. Südosten zum Fuhrpark. Ist der tot? Bitte. Warte mal, geh mal weg. Ich geb ihm noch einen. Hä? Irgendwas will ihm noch einen geben. Aus nächster Nähe. Jo, der war tot. Lars? Passt auf die im Süden noch. Die rennen immer noch da irgendwo rum, ne? Da sind sie wieder. Ich sehe sie auf dem Hang. Kontakt durch Westen auf dem Hang außerhalb des Ortes. Einer ist weg. Wo ist der andere? Beide da hinten irgendwo. Oder drei Leute waren das, glaube ich. Das Dorf ist unser. Guckst du, ob das Auto geht? Ja, ich will was reparieren. So, ich muss jetzt erstmal kurz im TS meine Tasten für den Muten umändern. Das geht mir ja gar nicht hier gerade. So, wo sind sie denn? Hotkeys. Ja. Ja, dann? Hotkey löschen, so, sehr schön. Geht mit MG? Muss ich da alleine hin oder kann ich jemanden mitnehmen? So, Lara? Ja, bitte. Der Lola hat mich auf was aufmerksam gemacht. Und zwar im Nachbardorf, was uns gehört, steht ein Jeep mit MG. Ja? Das kann man eventuell reparieren, meinte er. Und da ich ja zwei linke Hände habe. Da du zwei linke Hände und alles Daumen hast, ja. Ja, genau. Nimm mal deinen Buddy mit und wenn der seine Tasten belegt hat und dann. Hey, ich bin der Buddy von Stoppel. Ich bin der Buddy. Bei mir ist schon alles gut. Du bleibst hier. Wir ein Fahrzeug nehmen rüber. Wobei, du hast unsere Feuerpower mit der AC. Das ist irgendwie ungünstig. Ja. Ich kann die hier ablegen. Ich müsste sowieso neue Schuss holen, weil ich ja zwei verbraucht habe. Ich hätte, also ich habe zur Not noch 5 Schuss bei. Dann übernehmen du die AT und Lars und Stoppel gehen gucken, ob sie das Fahrzeug klar machen. Alles klar, dann legen wir die mal hin. Hier. Meldet euch hab bitte alle 2 Minuten oder so, einfach damit wir wissen, dass euch gut geht. Wir würden nochmal an der Kiste vorbeifahren, dann würde ich noch die zweite AT einfach mitnehmen. Ja? Wir nehmen dieses schicke Auto. Oh, wunderbar, darf ich fahren? Wie dieses schicke Auto. Ja, komm mal hier an den Rand, dass sie niemanden platt fahren. Fährt jetzt Lars mit ihm hoch oder was? Ja, die fahren jetzt. Ist vor uns frei? Wir wollen ungern jemanden überfahren. Vor euch ist frei, ihr könnt. Eigentlich war der Lars mein Buddy. Ja, deswegen gehst du jetzt mit Pepper zusammen, ne? Durch die Gegend. Beziehungsweise wir sind jetzt ein einziger Haufen Buddies. Wieso machen wir hier immer Partnertausch? Immer fliegender Wechsel. Ja. Nee, lieber ausmachen. Ich würde sagen, wir suchen uns eine Position da an den Bäumen südwestlich. Wir warten auf den Status von den anderen. Ich würde sagen. Und halten dort erstmal die Stellung und gucken, was aus Richtung Westen so kommt. Markieren wir mal auf der Karte, welche Bäume du meinst.
Du hörst ein Fahrzeug? Ich höre ein Fahrzeug aus genau der Richtung. Hier meine ich die Bäume. Die ist noch eine Karte markiert. Ja, ich höre auch was. Ja. Richtung Westen. Ja, dann lass mal zu den Bäumen vorgehen und dann gucken wir mal, ob wir da was sehen. Ja, ich bin hinter euch. Mal vorsichtig. Ich bin hinter euch, ich hab noch die RPG. Ja, wenn jetzt das Fahrzeug auftaucht, dann habe ich die wenigstens gleich griffbereit. Klick alles zusammen von hinten nach vorne dann. Genau. Aber bitte über unsere Köpfe hinweg. Invert, wenn ich ausfallen sollte, übernimmst du. Na, Glückwunsch. Dann schaffen wir die Mission nicht. Ich bin in zweiter Position, deswegen. Achso. Dann derjenige, der dran glauben muss. Mann, ich muss mir unbedingt einen Namen suchen, der mit Z anfängt. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist ja mit der Rolle zu tun. Kontakt. Vor uns auf der Wiese, ja. Direkt vor uns auf der Wiese, Richtung. Fahrzeug oder Leute? Nee, der kommt Leute hier auf uns zu. Ja, dann. Weg. Weg. Hast du noch mehr gesehen? Nur den einen bis jetzt. Gut. Ich gras mal weiter hinten bei der Mauer. Irgendwie. Ob wir da noch welche haben? Guck mal hier im näheren Umfeld. Sollten 2 Minuten nicht langsam runter? Mir ist sauber. War komisch. Stoppenstatus? Momentan alles gut. Ort scheint sauber zu sein. Haben gleich den Jeep vor uns. In Jeep. Wie der das immer so schön sagt. Mädchen. Könnt ihr mich kurz sichern, dann packe ich mal meine Magazine um. Ja. Naja, der sieht nicht so schlimm aus. Alles klar. Fertig. Wieder am Scannen. Echt nicht ruhig, ja. Sehr ruhig. Ja, ne? Viel zu ruhig. Gleich bricht die Hölle los, ich sehe da schon kommen. Mal und nicht immer ein Teufel an der Wand. Pieken uns schon mit ihren Läufen in die Rippen. Ja, dann sollte vielleicht mal einer nach hinten absichern. Ich guck schon hier, aber irgendwie sehe ich nichts. Stecken sich gut. Stimmig diesig. Ja, das ist nicht so doll. Würfeln gerade drum, der Arsch schießen da. Die suchen uns wahrscheinlich auch noch. Hier Nachtsichtgerät bei. Scheiß. Zu sehen. Gut, ist nur ein Pixelfehler. Gut. Jetzt habe ich gedacht, da ist gerade einer rechts von der Mauer, aber. An der Mauer Bewegung. Ja, alles klar. Ich gucke mal, dass ich ihn kriege. Wenn er da durchguckt. Aber irgendwie ist der jetzt weg. Er hat sich da gerade hingelegt. Ob ich durch die Mauer durchschießen kann? Wahrscheinlich nicht. Hast nicht getroffen, er ist wieder nach rechts weg. Da ist alles er klar. Und vielleicht kommt er ja vorne rum. Da müsst ihr mir sagen, ich bin gerade drin gezoomt, aber wohl. Wo ist er? Wo ist er? Hm.
Und der links rum krieg ich ihn. Und der rechts rum kriegst du ihn. Ich behaupte nur, der ist direkt dahinter. Der ist, ja, der steht direkt mitten zwischen den beiden Dings. Fahrzeug da, ne? Vorne auf der Straße. Alles klar, ich kümmere mich dann ums Fahrzeug. Passage 1. Unbekannt. Noch nicht zu sehen, nur zu hören. Okay. Ihr könnt ihm auch eine RPG hinpusten. Da warte erstmal ab, was da kommt. Wir harren der Dinge erstmal. Lars, wenn ihr euer Fahrzeug wieder fahrtüchtig habt, kommt er zu uns quasi hinter uns an der Mauer vom Depot entlang. Auf unsere Höhe. Jo. Oh, sieht nach einem BADM aus oder BMP. Ja, ja. Kannst du den schon sehen? Ich sehe nichts. Ja, ach doch. Ja, hat ein Geschütz. Wo? Oh je, das ist ein gepanzerter mit Ketten und Personal obendrauf. Und wo so. Ist er? Wo ist er? Und der kommt in eure Richtung gefahren, Norden, denke ich. Norden. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ort-Eingang ist er gleich. Ist jetzt an der T-Kreuzung gleich? Nee, der ist genau vor dir. Hä? Nicht um 10 Grad. 10 Grad. Ja, hab ihn. Das war nichts, oder? Treffer! Fahrzeug bekämpft. Okay. Kontakte? Negativ. Keine Dismount, wenn ich das richtig sehen kann. Und Erfolgrad? Ja. Bring Würstchen mit. Aber ich hab keinen Kill dazu bekommen, also denke ich mal, dass da noch. Ja, dann. Halt das mal einer im Auge, ich guck mal, ob ich den hier am. Wo ist denn der andere hier, der an der Mauer war? Immer vorsichtig gucken, ob ich da wen finde, der sich ausschalten lässt. Bitte Meldung, regelmäßig. An der Steinmauer. Ja, ich sehe ihn, Aber ich krieg ihn nicht. Dafür läuft er zu schnell. Er ist nach rechts weitergelaufen. Ja. Kommt den Hang da hinten. In den Hang kommt noch ein Fahrzeug hoch, glaube ich. Guck du mal links auf die Steinmauer, ich guck rechts. Ja. Von uns aus gesehen. Bei der 53 muss der gleich oben rüber gefahren kommen. Für mich? Ja, für dich. Wo ist denn hier 53? Immer eine Gradanzahl. Der Hügel. Hügel links wahrscheinlich. Hügel 53. Markierung gesetzt. Negativ, keine Markierung. Och, ich sehe die Markierung. Ein schwarzer Punkt. Alles klar, der. Geräusche auf der Straße kommen näher. Welche Straße? Shit, der kommt die Straße hoch. Rechts von der Steinmauer. Da, wo der andere gekommen ist. Ist denn? Negativ, nur nicht. Norden, er kommt genau auf uns zu. Ganz über die Wiese. Nicht getroffen? Doch. Yes! Zwei Schuss, zwei Treffer! Sauber. Auch hier keine Dismounts, wenn ich das richtig sehe. Ist niemand raus. Ich muss das Baum wechseln. Jetzt versperrt mir die Sau genau die Sicht auf die rechte Mauerseite. Lars, Stoppel, wie sieht's bei euch aus? Gut. Wie lange braucht ihr noch?
halten wir hier die Stellung. Bis jetzt ziemlich sicher. Gut. Was macht dann unser Freund hinter der Mauer? Der ist weitergelaufen nach rechts. Also der ist dann über die Straße rüber oder hinten irgendwo mit dem Flugfeld verschwunden. Na, nicht, dass der uns versucht zu umlaufen. Der ist zumindest nicht an der Mauer stehen geblieben. Der ist nach rechts weitergelaufen. Das habe ich noch gesehen. Hals im Auge. Ich habe mehrere Kontakte. Wo? Direkt westlich von uns, am Hügel 53, laufen die lang. Im unteren Drittel. Kann ich nicht einsehen? Ja, ich sehe sie. Hier haben wir eine Gradanzahl. 270. Da wo Sarah hinschießt. Folge einfach der Leuchtschirm. Ja, ich hab Bäume dazwischen. Ja, das sind gerade verschwunden in der Senke dazwischen. Ich kann sie von hier aus leider nicht sehen. Dann such dir eine andere Position. Ja, schon dabei. Mal hinter euch rum. Da sind sie, alles klar. Zack. Ja, Freigabe. Ich schnell sehe, dass wir hier sind. Ja, ich such bloß noch ein anständiges Ziel. Der eine ist gerade verschwunden wieder. Ja, der ist hinter mir auf dem Da Hügel ist er. Na warte, dich kriege ich noch. Ablade nach. Auf dem Hügel liegt noch einer jetzt, ne? Hast du den schon? Nee. War ein Stein. Wo ist er? Einer muss noch irgendwo da sein. Dann glaube ich vier, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Kaffeekränzchen oder was? Ja, ne? Boah, vielleicht tun sie sich noch gegenseitig ein bisschen anfassen oder so. Sich mal wieder melden, ne? Jungs, wie ist das mit den 2-Minuten-Intervallen? Wir sind schwer beschäftigt hier mit dem Auto. Vergesst die Raketen nicht. Ich dachte, ihr bräuchte für sowas keine Bastelanleitung. Da kommt wieder links unten am Hang. Ja, das ist so ein neumoderner Wagen. Zwei Mann. Den kennt ihr noch nicht so. Drei Mann. Ich repacke mal von mir. Scheiße. Entfernungsmesser wäre hilfreich. Den hat Stoppel eingepackt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, traumhaft. Warum hat der den? Das weiß ich nicht. Das Und wenn Stoppel er den hat, warum liegt er dann nicht neben mir? Das musst du Stoppel fragen. Haltet die Hügelkuppe im Auge, nicht dass die da gleich wieder auftauchen. Weil ja, einer ist entkommen. Da ist noch einer.
der läuft jetzt wieder abwärts. Wie gesagt, du hast Feuerfreigabe. Ja, ja, ich muss ihn bloß reinkriegen. Nicht erwischt, oder? Nee, natürlich nicht. Hier hilft viel. Wo ist er hin? 6 Boxen und 91 extra Kugeln. Na, da habe ich ja noch ein bisschen Munition. Ich sehe ihn nicht mehr. Das Ding verschießt so scheiße tight, das ist ja Wahnsinn. Nee. Ja, der ist wahrscheinlich zu weit entfernt. Kannst du den Hügel 63 einblicken von deiner Position aus, Hinwert? Das ist der dahinter liegt. Ich schau grad mal. Negativ, nicht wirklich. Ich gehe mal rüber auf die andere Straßenseite. Was, auf die andere Straßenseite? Ach so, ja. Wir sind ja falsch von der Straßenseite, stimmt. Wir sind ja die andere. Ich guck mal, ob ich den einen noch erwische, der mir hier entkommen ist gerade. Da habe ich doch tatsächlich einen Sniper auf dem Hügel ausgemacht. Jetzt wäre aber mal ein Entfernungsmesser hilfreich. Da musst du dich halt einschießen. Oder grob über die Karte berechnen. Jetzt wäre hilfreich zu wissen, wo das Ding nullt. Einen erwischt. Den zweiten habe ich aus dem Auge verloren. Behalt ihn im Hinterkopf. Stoppel, gib Gas. Letzter Reifen. Du sollst sie nicht alle mit dem Mund aufpusten. Mach ich doch gar nicht. Also so wie es aus war, habe ich den Spotter gekriegt, den Sniper aber nicht. Ich hebe an Lola sein Bein und Lola pusht. Ich kann ihn nicht sehen. Er ist gerade hinterm Hügel verschwunden. Vorrücken oder wollen wir wirklich noch auf die anderen warten? Mir wird langweilig. Ich würde sagen, wir warten einfach noch. Wir wissen ja ungefähr, was da hinten kommt.
Nein. Ja. Also, rein theoretisch wissen wir es nicht, aber da die Mission doch eigentlich nicht gerade für 10-Jährige gemacht ist, denke ich mal, dass wir besser warten. Ja, die Hälfte kam ja schon zu uns gefahren gerade. Und gelaufen. Ja. Hinten auf dem Hügel 63 läuft einer. 63. 57 Meter. 457, ja, jetzt segen. Westlich von uns oben. Ich sehe, aber verschwindet gerade hinterm Baum. Kriege ich nicht. Der ist zu weit weg. Jetzt segen nicht mehr. Er ist hinterm Baum verschwunden. Nee, der ist hinterm Hügel verschwunden. Kommt aber bestimmt nochmal vorbei und sagt guten Tag. Ja, ich klemme mir gerade schon mal wieder die Entfernung drin. Wenn er eben mal stehen bleibt, dann sollte ich ihn kriegen. We come to you by a monkey tooth. Was? Große Frage. And sorry for my bad English. Yes, my English is not so yellow from the egg. Ja, now can come what want. Ich bin nicht hier gelandet. Ich sehe sie, die kommen Richtung Funkturm da hinten hier, Leuchtturm. Ja, die sollen die Raketen mitnehmen. I beat you, me nothing, you nothing, out of the dust. Oh ne, das war's wrong. Englisch for runaways, Englisch für Fortgelaufene, oder wie? Yes, I make me nothing, you nothing, out of the dust. Gesundheit! Da ihr ja gerade so wunderschön englischt hier, ich hab euch eine Route markiert fürs Fahrzeug, wo ihr bitte mal langfahrt. Traumhaft. Wir rücken dann auch vor. Dann gebt ihr noch die Ansage, dass da hinten noch einer rumkraucht. Auf der 63 turnte eben noch ein Gegner rum. Sniper. Möglicherweise ist dort auch noch ein Sniper unterwegs. Rückt bitte in gemäßigtem Tempo vor, sodass wir euch folgen können. Take you an 8 or I beat you together. Okay, weiter. Wir gehen dann mal vor. Der Sniper bleibt ein bisschen hinter euch, ne? Ihr müsst mich schützen. Mhm. Nein, der Medic, müssen wir schützen. Ach so. Sniper ist nicht so wichtig. Ach so. Ich hab aber die RPG dabei, ne? Nur so als das Visier Tipp. In unmittelbarem Nahkampf ist das nämlich nur hinderlich. Dann halt du die nahe Umgebung im Auge und ich gucke so ein bisschen weiter. Ich lade mal. Wo stelle ich denn nochmal die Weite ein? Also zwecks der Höhe. Bild ab? Nee, Bild auf, Bild ab stellt den Seitenstrom ein. Steuerung, Bild auf, Bild ab. Ah. Ja, richtig, wunderbar. Schauen wir mal, ob ich eine Granate habe. Ich flank meine rüber. Es hat niemand geschrien. Wenn er da war, dann hast du nicht getroffen. Dann habe ich ihn nicht getroffen, genau so. Alles noch okay bei euch? Ja. Ah, Moment. Schau. Wir gehen oben
andersrum über den Hügel. Ja. Wollte nur sicherstellen, dass uns da keiner in die Flanke fällt. Doppelfrage, habt ihr den Sniper schon gesehen? Negativ. Gut, dann könnte der auch wieder hier rüber gekommen sein, also Vorsicht! Immer. Täter haben die Ziele am Waffenlager. Aus dem Lager. Die am Flugfeld erstmal nicht. Die auf dem Waffenlager. Erster Turm ist ein Gegner. Sarah, wir haben mit dem Fahrzeug erstmal unseren Bestimmungsort erreicht. Würden jetzt erstmal den Hügel sichern, indem wir hier ein bisschen Handgranaten werfen. Verstanden. Freigabe für alle Ziele in und um das Waffenlager. Bewaffneter Offroader, siehst du den auf dem Flugfeld in unsere Richtung fahrend? Jawolski! Kannst du einen Schützen rausholen? Scheiße. Wo ist er jetzt da? Meine Schüsse kommen nicht an, wie es scheint. Das ist zu weit. Sauber, Schütze ist raus. Fahrer auch? Negativ, Fahrer ist noch drin. Vorne an der Mauer. Richtung Lade. Nordwest, das ist schon Flughafen. Da hat sich einer hingelegt. Hatten hier zwar keinen Scharfschützen, dafür aber ein stationäres MG und das haben wir bekämpft. Oder? An welcher Mauer? Nordwest. Siehst du diesen Hangar, ja? Ja, mit dem Flugzeug vorher. Ja, ja, alles klar, ich sehe ihn laufen. Hab ich ihn? Scheiße. Jetzt ist er wieder verschwunden. Bei euch kam gerade einer im Norden den Hang hoch, Blasen und Schöppel. Haben wir bekämpft. Alles klar, haben noch ein Ziel bei den Baracken. Okay. Mist, weg. Inward? Ja. Ich bin noch da. Okay, Inward sichert in Richtung Norden. Moment, also ich hab hier noch zu viele Leute rumrennen. In Richtung Flugfeld. Die Fahrzeugcrew sichert in Richtung Nordwesten. Und Pepper und ich werden uns dran machen, da unten im Lager aufzuräumen und die letzten Feinde auszuschalten. Kleine Info, DSHKM besetzbar. Von wo werde ich beschossen? Hinter uns, ich höre Schüsse. Hinter uns, ich höre sie, ich sehe ihn aber nicht.
Süden, Südwesten. Hab einen Treffer kassiert. Lola, wir haben zwei Kontakte Richtung Westen, 300 Grad, 310 Grad. Ja, dann lass uns mal in die Richtung. Inwert, du bleibst, wir kümmern uns drum. Alles klar, dann mache ich mich auf die an die, die auf der anderen Seite des Hügels rumkrauchen. Lola! Hab keinen Funkkontakt zu Lola. Versuch seine letzte bekannte Position zu erreichen, Stoppel. West. Ich muss mich erstmal weiter selber verarzten, sonst schaffe ich's nicht. Schick der Pepper rüber. Negative, ich muss nur noch den linken Arm verbinden, dann bin ich fertig. Soll ich noch rüber oder jetzt zurückkommen? Kann Lola auf der GPS-Position nicht mehr finden. Okay, Pepper, dann komm zurück. Zieh dich von dem Hügel mit dem Fahrzeug, wenn du hast, zu uns zurück. Wir müssen dann gucken, dass wir das Lager entsprechend dann klären. Copy. Ich nehme nur noch zwei Sätze. Bist noch da? Das sieht schlecht aus. Ich hab die da drüben, Hike, bekämpft. Okay. Sarah? Ja. Stoppel ist weg. Ja, ich denke. Wo ist er? Hast du eine ungefähre Hügel, Position? Hügel. Schau auf den Hügel, genau, einfach nach oben. Sehen. Hast du gesehen? Ey! Jetzt. Scheiße, ich muss Magazine umpacken. Ja, hau dich hin und mache das. Wir sind nur noch zu dritt. Ja. Du bleibst hier auf Overwatch-Position. Alles, was aus dem Flugfeld in unsere Richtung kommt, ist für dich zum Abschuss freigegeben. Wenn du innerhalb des Komplexes was siehst, dann natürlich auch. Wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie den Compound klären, was schwer genug wird mit uns zweien. Also das Waffenlager. Wird schwer genug, aber na gut. Bleibt ja nichts anderes. Wir werden uns hier aus dem Südosten ran machen an die erste Baracke. Das ist der tote Winkel, da können die uns nicht sehen und dann werden wir Stückchen für Stückchen die entsprechend durchgehen. Ja, also einen habe ich bei der hinteren Baracke noch rumrennen sehen. Warte mal, wo lege ich mich am dümmsten hin, dass ich eine gute Sicht habe hier unten Richtung? Du solltest dich vor allen Dingen so hinlegen, dass dir von hinten nicht so schnell jemand in den Rücken fallen kann. Ja, genau. Dass du geschützt liegst. Das ist dann wahrscheinlich eher hier irgendwo. Wir werden hier über diesen Nordwesten. Ich krieg Beschuss? Ey. Ja, hallo. Eigentlich ist es. Hallo? Oh nee, jetzt bin ich auch tot. Das ist ein Scherz. Ja. Naja, liegt ziemlich frei da vorne.
Ich wollte mich gerade in Position bringen, aber dann war das wohl, der war da sicher auf der anderen Seite noch, den habe ich nicht erwischt, oder? Naja, sagen wir es mal so, ihr seid sowieso ziemlich offen gewesen hier für... Ach, da unten am stationären MG, den habe ich ja noch ja nicht gesehen, Mensch. Und da unten rennt er rum. Ja, wunderbar. Aber hey, guck mal, der Scharfschütze hat sich ja nicht so schlecht gemacht. Doppelte Dauersenden. Ja, krieg ich wahrscheinlich nicht weg, weil ich jetzt so gestorben bin. In Punkten. Doch, kriegst du weg. Doch. Das geht. Weißt du mich aus dem TS, oder? Nee. Einmal kurz auf Push to Talk einstellen und dann